Thank you.
Letters, no loopholes, dumpsters, no dust.
feathers, far beyond the margins of temptation. Kaufe gar nichts mehr, töte die Wirtschaft. Mention of defects, ladders, no loopholes, dumpsters, no divers, dumpsters, no divers. Mission of defects, mission of defects, ladders, no loopholes, dumpsters, no divers, mission of defects, confidants, to the division. Thank you.
Zu nähen. Wir werden bei Doktorella nachher noch weiter nähen. Ich habe mich entschieden, dass ich einen Fieberwahnsinn nähe. Also ich glaube, das passt ganz gut. Die Sandra war vor kurzem sehr krank und es wird ein Fieberwahnsinn zum Kuscheln, weil ich habe gehört, dass es manchmal in Hamburg sehr kalt ist. Da kann man das ganz gut brauchen. Können wir euch denn noch Fragen stellen, wenn wir nicht haben? Ja, klar, ihr könnt uns. Ich wollte jetzt alles fragen. Ich wollte jetzt nicht sofort fragen, wie macht ihr das mit dem Unterfaden? Der geht bei mir immer raus. Aber also ich kann überhaupt nicht nähen. Aber das könnt ihr nochmal genau sagen. Manche Geräusche habe ich verstanden bei dir. Ja. Die kamen unten von dem Schiffchen. Und dieses und die ganzen Sachen, die waren vorher schon aufgenommen. Oder hast du noch da? Was hast du denn gemacht? Also was ist dein Geräusch, dein Hauptgeräusch? Ich habe hier auch so ein Kontaktmikrofon mit so einem Spring drauf. Und da nimmt dann auch also Sounds von den Faden so. So ganz zarte Zeug, das kann man so richtig. Und dann habe ich dann doch so ein Loopstation dabei. Dann nimmt man die Sounds auf. Und habe ich mich verhört, hast du gesungen, langes Fädchen, faules Mädchen, oder habe ich mir das nur eingebildet? Das hast du, glaube ich, dir selbst ausgedacht, aber das finde ich super. Das ist ja so ein Spruch für... Ne? Gerade schön. Das ist ja so ein altmodischer, frauenfeindlicher Spruch gewesen. Wie seid ihr darauf, ich meine, ja, es ist, liegt aber jetzt nahe, die Frage, auch wenn die altmodisch ist, aber wie seid ihr zum Nähmaschinen amplifieren, also verstärken und damit Kunst und Musik machen gekommen? Ich glaube, ganz ähnlich. Also, Lisa, kann ruhig. Eigentlich, wir machen das so unabhängig voneinander seit vier, vier Jahren. Und seit 3 Jahren kennen wir uns. Ich war in München für eine Artist Residency und alle haben gesagt, ach, du musst Steffi kennenlernen, sie macht auch Musik mit Nähmaschine. Und so, was? Als ob das um jede Ecke, angeht. Ja, ich glaube, es war wirklich, wir nähen beide sehr gerne, haben beide, also ich habe keine Ausbildung im Nähen, ich bin nicht so mit so Lehrzeug, habe es mir selbst beigebracht und das mit dem Unterfaden und so Dinge haben mich total genervt. Und dann habe ich Stück für Stück die Maschinen verstanden und die Jungs in der Werkstatt, die waren immer schon genervt über den Lärm und dann habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen und dann haben wir gedacht, warum eigentlich nicht die Nähmaschine beim Schlagzeug noch mit dazu? Als Rhythmusinstrument, wenn ich da das Pedal abklebe, also ganz anders als jetzt, das nutze, dann kann ich sie wirklich als Rhythmusinstrument nutzen, weil der Nähfuß geht ja auf und ab, die Nadel, und du kannst dann, wenn du oben was hinmachst und unten, kannst du das wieder als Percussion-Element und du kommst Stück für Stück auf die, ja, auf neue Ideen. Und ich glaube, was bei beiden von uns gleich ist, dass wir die jetzt nicht einfach, um irgendwas anzutriggern, hernehmen, sondern wir möchten auch gleichzeitig was nähen damit. Also das ist für uns echt auch so, es ist schwieriger, aber es ist, glaube ich, der Kern für uns beide, weil so sind wir auch dazu gekommen. Das heißt, du nähst was und sie muss es tragen. Du nähst auch schon gemacht. Welche klingt denn am geilsten von den ganzen Maschinen so? Von den ganzen verschiedenen Marken, die es gibt. Ich weiß nicht, also vielleicht haben wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Was geil ist, klingt, also ich glaube, jede Maschine ist ein bisschen anders und das macht auch Spaß. Deswegen fragen wir immer, wenn wir unterwegs sind, gibt es dort eine Maschine? Also zum Beispiel das hier hat jemand von Operation Ton uns ausgeliehen. Ja, vielen Dank. Das ist echt super. Also ja. Wir haben 3 Nähmaschinen von euch bekommen und das ist wirklich toll. Genau, also bei Dr. Redler, dann spielen wir auch andere Nähmaschinen und dann die klingen alles ein bisschen anders. Also ich habe in England vor kurzem eine alte Handkurbel-Singer-Nähmaschine gehabt und habe mir gedacht, scheiße, ich musste ein komplettes Bühnenbild und eine Rauminstallation mit dieser Handkurbel-Nähmaschine
ernähren und dachte, boah, das schaffe ich nie in 4 Tagen. Also es war wirklich kurz Zeit und es war so Turbo, aber das ging super und die klang so schön. Also irgendwie, und es hat so interessante Menschen dann angezogen. Die haben sich erstmal nur für die Nähmaschine interessiert und nicht für den ganzen Kunstscheiß. Und dann waren da irgendwelche Menschen plötzlich wegen dieser Nähmaschine und du bist ins Gespräch gekommen und das fand ich echt toll. So, und ihr denn auch Fragen da? Nee, Fragen. Wie viel von dem, was wir jetzt gerade erlebt haben, würde ich sagen, war geplant, wie viel war improvisiert und dann direkt damit einhergehend, was ist die Intention oder die Auffassung, die so einer, die dem zugrunde steht, dieser Performance? Oder gibt es überhaupt eine oder ist der Sinn, dem sich komplett zu entziehen? Oder was geht ab? Also, ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, für uns beide unterschiedlich. Wir antworten vielleicht einfach beide kurz. Ich wollte unbedingt den Kaktus spielen. Den habe ich noch nicht so lange und ich finde, der klingt echt toll. Und mit den Nadeln, ja, also ich bin auch schon mal in Nadelkissen reingetreten und ich glaube, es fühlt sich so ähnlich an, wie in einen Kaktus reinzutreten. Auf den habe ich richtig Lust gehabt, aber dann habe ich auch noch viele Dinge liegen, die ich jetzt gar nicht gespielt habe, also die ihr jetzt gar nicht gehört habt. Also es ist echt so aus dem Bauch raus oder in der U-Bahn oder im Zug, wenn ich rumfahre, dann kommen mir Texte. Ich mag auch gern Songwriting, ich habe noch eine andere Band, da ist viel mehr Songwriting-Struktur, wenn man das so sagen kann. Und dann kommt es und dann habe ich Lust, es auszuprobieren. Ja, genau, also sehr viel. Ich glaube, vielleicht haben wir so Lieblingsdinge, die wir gerne verwenden und dann, wie es gerade kommt. Aber ist es, also, gibt es sozusagen, ich weiß nicht, es fällt mir total schwer, diese Frage zu stellen, ohne ja. Ja, also ich glaube, das spielt eine riesige Rolle, dass wir einfach Bock haben. Die andere ist, Lisa spielt noch mit anderen Musikern und in anderen Formationen und ich auch. Und wenn wir da auf Tour sind, da habe ich dann das Schlagzeug, da habe ich die Nähmaschine auch oft dabei. Und es ist schon so ein Ding, dass für die Menschen das erstmal seltsam ist und sie nehmen es nicht ernst. Also ich hatte zum Beispiel eine Situation, da habe ich die Nähmaschine aufgebaut, weil es dauert einfach viel länger als das Schlagzeug. Und dann hat jemand, ein Freund, der mitgefahren ist und die Visuals gemacht hat, gefragt, ah ja, und du spielst das Schlagzeug. Dann habe ich gesagt, nee, das spiele ich auch noch. Aber also das ist halt so schon so ein Ding, ich mag das mit Maschinen, die um mich rum sind. Ich habe auch mit einem Häcksler mal, oder also das ist echt so, ich mag diese ätzenden Klänge. Also letztes Mal für eine Videoarbeit oder für einen Film habe ich auch ganz lange so einen Presslufthammer-Typen einfach wegen der Bewegung oder so aufgenommen. Also ich kann es nicht richtig erklären, aber das ist schon sowas, was für mich dazugehört. Das ist für mich wirklich ein Instrument. Also da ist schon auch so eine Message dahinter, dass das für mich jetzt nicht weniger wert ist, als es jetzt eine Gitarre wäre, als es der Gesang ist, als es die Komposition ist, weil du... Also ich könnte, wenn ich wollte, jetzt auch richtig rhythmisch mit ihr spielen. Also wir haben ja so kurz das mal gemacht, also angefangen, sind dann wieder raus. Aber wenn wir wollten, könnten wir so eine Songstruktur damit auch machen. Wie gesagt, ich wollte das auch gar nicht improvisieren. Nee, aber ich glaube, deine Frage ist nicht leicht und ich hoffe, ich habe so ein bisschen, also ist es schon definitiv für mich auch eine feministische Botschaft dabei, bei vielem, was ich mache. Aber halt mit einem riesen Biss Humor. Also kein Zeigefinger, deswegen kann ich dir das jetzt auch nicht so direkt in your face sagen, weil wir jetzt nicht wie im Riot Girl so klare Botschaften vielleicht raushauen, sondern da kommt halt, da wabert viel, also viel Komplexes und das wabert sich dann mit rein.
Ja, also Lisa und ich haben gerade also einen Spielfilm, da haben wir beide mitgemacht und also mitgespielt und Kostüme gemacht und einer ist gerade, da schneide ich jetzt gerade noch dran und die Visuals, die du da gesehen hast, da ist auch ganz viel, also ich liebe auch schneiden mit der Schere oder schneiden im Videoschnitt und das viel mit Freunden, also der Klaus Dietl aus München ist da dabei oder die Gülcan Turner, mit der ich auch wieder Musik mache, eine türkische Künstlerin, also wir sind immer so eine Gruppe, die zusammenhilft. Und das ist was ich genauso gerne mache wie nähen, bloß dass ich mich, wie wenn jemand vielleicht nicht so gerne abwäscht oder lieber abtrocknet oder so, die Nähmaschine, das ist wirklich sowas aus dem Stegreif raus. Und das ist mit dem Filmschnitt was, wo ich mich Stück für Stück rantaste. Ja. Also ich bin noch nicht fertig, aber das wird so, ich mache es weiter bei Dottorella, aber es wird ein Kleid. Das ist das Oberteil jetzt von das Kleid. Genau, und ich habe vielleicht die Kapuze von diesem Kleid gemacht, weil ich will wirklich sowas nähen wie so eine Sturmhaube, die ausschaut wie so ein fiebriges Teil. Und das kommt dann an Lisas dran. Gibt es noch Fragen? Wir sind alle vor Begeisterung, sind wir ruhig. Ja, und weil vorher die Frage war mit dem, ich glaube, wir haben heute beide jetzt fast nichts, was wir vorher komponiert haben. Also ich hätte jetzt noch auf Kassette was gehabt oder auf dem MP3-Stick, so Klangkompositionen. Manchmal nehmen wir sowas auch her, aber davon haben wir jetzt gar nichts laufen lassen. Also die Sounds waren sehr direkt jetzt. Die Kiste mit dem blauen Leuchten. Mit was? Da vorne. Das ist von der Lisa. Achso, das ist ein Mischpult. Also ein Mischpult? In Handtaschenform, ein schickes Mischpult. Also eigentlich das da, bloß in schöner. Ah, aber doch, es gab doch diese quasi Pianotöne. Kam die ja, von dem Casio-Ding, was ich dazu... das ist das kleine Casio-Keyboard? Genau, also bei mir ist es ja auch das... normalerweise so während des Nähen, dann die Bewegungen, die ich mache, dann die sind so die Aktoren für die Töne, so, dass ich dann immer so meine Hände hier bewege, dann die Stoff mal rauszunehmen, dann drücke ich irgendwelche Taste, also das ist ja mehr so indeterminate sozusagen von der experimentellen Musik, also man denkt von Improvisation in Musik, dass man halt so ein Instrument und man hat sozusagen die Choice, was zum Spielen. Und wenn ich dann mit der Nähmaschine was mache, ist es ja immer mehr so ums Nähen und dann kommt die Töne raus, also die Klänge so. Also sprich, es ergeben sich dann Bewegungen, die du genau aufgreifst und... Genau. Die Aktion klar macht die Musik quasi. Genau, ja. Also ich habe nur dabei gelernt, dass ich auf jeden Fall mal euch noch mal und länger angucken muss, weil da ist ja noch viel zu nähen und viel zu hören, was wir noch nicht gehört haben. Ich fand das wirklich sehr, sehr spitze.